Wir sind auf der Invest 2015 in Stuttgart und bei mir ist mal wieder Heiko Thieme, Fondsmanager und Weltbürger. Sie werden ihn sicherlich kennen und wir haben uns vor einem halben Jahr an der Börse Stuttgart schon mal unterhalten, lieber Heiko Thieme. Und da stand der DAX bei 8.350 Zählern. Da sagten Sie, wer jetzt einsteigt, der dürfte ein schönes Weihnachtsfest erleben. Die Weihnachtsgans bei Ihnen dürfte gut geschmeckt haben. Aber jetzt ist es doch ziemlich schnell, doch recht heiß gelaufen. Wird die Luft denn jetzt nicht langsam dünn? Gut, da ist das vorweggenommen, was heute bei mir in meinem Blog steht. Die Börsenluft ist dünner. Wir haben jetzt gerade in dieser Woche innerhalb von 4 Tagen einen Rückgang von 5,5% gesehen. Den Höchststand, den wir bisher gesehen hatten, knapp unter der 12.400 Marke, der wird erstmal eine gewisse Zeit stehen als nächste Zielrichtung. Und interessanterweise 6 Monate, wie gesagt, sind hinter uns. Das ist die stärkste Börsenphase im Jahresverlauf. Normalerweise sagt man vom November bis Ende April. Letzten Jahr von Mitte Oktober bis Mitte April. Am Montag war der 13. April. Das war der Höchststand. Warum? Das können wir gleich noch diskutieren. Die starke Phase sitzt hinter uns. Wir sind auf der Börsenautobahn mit Überschallgeschwindigkeit gefahren. Da gibt es nur eins, bremsen, damit man nicht aus der Kurve fällt. Und genau das erleben wir zurzeit. Okay, und dann könnte es sein, dass wir jetzt eine Phase sehen, eine Konsolidierungsphase oder eine etwas stärkere Korrektur. Aber ich will es mal schon gleich jetzt stellen, diese Frage. Wenn wir uns in einem Jahr hier auf der Invest wiedersehen, wo könnte sich denn dann der DAX eingependelt haben und möglicherweise unter Schwankungen? Sind wir dann tiefer als heute oder deutlich höher? Wir sind höher. Und zwar, weil der Aufwärtsschritt noch intakt ist. Es gibt keine fundamentalen Gründe aus der Wirtschaft heraus, die einen Börsenrückgang jetzt schon rechtfertigen würden, obwohl die Börse auch bei dem derzeitigen Preisniveau von unter 12.000 nach wie vor nicht billig ist. Sie ist im oberen Segment, wo man rationell noch vom Kurs-Gewinn-Verhältnis und anderen Dingen die Börse begründen kann. Es ist noch keine Blase, wie häufig gesagt wird, aber der Optimismus auch hier in Stuttgart ist nicht so ausgeprägt bei Invest. Jeder ist etwas verhalten. Das heißt, wir werden den typischen Sommerverlauf haben. Sell in May und go away, glaube ich, wird auch diesmal stimmen. Und wir sollten uns auf eine 10%ige Korrektur einstellen, wovon schon 50% in dieser Woche hinter uns liegen. Also wer das überlebt hat, der wird auch den Rest noch überleben können. Wenn ein Minus haben von 10, 12, 13% maximal, muss nicht sein. Aber die 10% Minuszahl sage ich nun schon seit einigen Wochen als Zielrichtung zwischen der Mai- bis September-Phase. Bitte darauf einstellen. Dann allerdings wieder das tun, was wir schon im Oktober gesagt haben. Das sind wieder Kaufsignale. Die 11.000 Marke wird nochmal getestet werden. 10.000 brauchen wir keine Angst zu haben in diesem Jahr. Erst im Jahr 2017. Und wenn wir die 11.000 sehen, dann bitte wieder kaufen und nicht Angst bekommen. Wir werden uns hier auf jeden Fall wieder treffen oder an der Börse und dann machen wir ein Update unseres Gesprächs und werden wir das alles überprüfen, lieber Heiko. Aber natürlich ist die Wall Street nach wie vor die Leitbörse in der Welt. Sie kennen sich sehr, sehr gut aus, nicht nur in New York, sondern in den ganzen Vereinigten Staaten von Amerika. Deswegen würde ich 2, 3 Themen, die vor allen Dingen die USA betreffen, nochmal mit Ihnen besprechen wollen. Immer wieder diskutieren wir über eine eventuelle Zinsanhebung in den USA, Zinswende. Sagt der eine oder andere auch, kommt sie dieses Jahr, wird sie verschoben und wenn sie kommt, wird sie maßvoll ausfallen und ist das überhaupt dann so dramatisch oder können wir uns da entspannen? Es ist ein Trendwechsel. Über 6 Jahre gab es keine Zinserhöhung. Man glaubte, sie kommt zur Jahresmitte, das können wir, glaube ich, vergessen. Herbst frühestens, spätestens am Jahresende. Also wir kriegen eine Zinserhöhung. Die wird moderat ausfallen. Wir werden uns damit beschäftigen müssen, dass wir in einem Jahr um 0,5% liegen. Von 0 bis 0,5%, das ist gar nichts. Das können wir vergessen. Aber der Trend ist entscheidend. Denn wo läuft es hin? Es läuft auf 3% in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Und das wäre wieder dann normal, 2,5 bis 3,5%. Und diese Adjustierung bedeutet nämlich Folgendes, dass der Aktienmarkt jetzt noch im Vergleich zum Nullzins natürlich nach wie vor quasi spottbillig ist. Aber wir wissen, dieses spottbillige Geschehen kann nicht dauern. Deswegen geht man schon raus, was haben die Amerikaner gemacht? Sie haben die BASF in dieser Woche verkauft. Larry Fink, nicht wahr, von Blackstone hat es, von BlackRock hat es verkauft. Mit einem klotzigen Gewinn, nicht weil BASF schlecht wurde, nur es war ein so phänomenaler Gewinn. Und wir haben ja gar keinen DAX mehr. Es gibt nur noch den deutschen Dow Jones. Warum? Weil die Mehrheit der Anleger im DAX Ausländer sind und von den Ausländern bevorzugt Amerikaner. Das heißt, der DAX wird von Amerika her kontrolliert. Und die Amerikaner liquidieren einen Teil ihrer Position. Das erklärt die künftige Sommerschwäche. Sell in May and go away. Vorgeschmack haben wir jetzt gerade gesehen.
Wollen wir noch mal über das ein oder andere geopolitische Problem sprechen? Oder in dem Fall verbreitet es ja Zuversicht. Barack Obama hat sich jetzt mit Kuba angenähert. Das hat schon begonnen bei der Beerdigung von Nelson Mandela. Da hat man sich zuerst die Hand gegeben, Castro und Obama. Jetzt ging dies weiter, hat sich bestätigt. In Panama hat man einiges vereinbart. Dann haben wir gleichzeitig auch eine Versöhnungstendenz mit dem Iran. Also das scheint sich einiges zu tun. Welche Bedeutung hat das für die amerikanische Wirtschaft und im nächsten Schritt dann auch für die Aktienmärkte? Im Klartext, die geopolitische Seite zeigt Entspannungssignale, das ist positiv. Kuba ist lange überfällig. 50 Jahre lang Kuba zu boykottieren und nichts damit zu erreichen, ist falsch. Man muss sich begegnen, man muss miteinander arbeiten. Also ich finde das okay. Iran halte ich auch für sehr wichtig. Was der Außenminister Kerry dort macht, ist eine positive Politik. Ob man nun dem Staat vertrauen kann ad hoc, darüber kann man sich streiten. Wird es eine Wiederholung sein von 1939? Ich glaube, nein. Das sollte man hier nicht sehen. Man wirft das Putin auch auf der anderen Seite vor, halte ich auch für übertrieben. Aber die Geopolitik spielt sicherlich eine Rolle. Und da werden dann auch immer mal wieder die temporären Unfälle passieren. Religionsfanatismus an erster Stelle stehend. Aber das alles kann die Börsen beeinflussen. Denn die Fundamentalfakten, ich wiederhole es nochmal, die sind und die bleiben eigentlich relativ positiv auf der globalen Basis. Und dann haben wir natürlich noch eines, die Rohstoffe. Sie werden noch ein ganz entscheidendes Wort mitspielen, denn der starke Rückgang vom Öl war der eine Punkt. Die jetzt temporäre, meine ich, Erholung ist der zweite Punkt. Wo steht der Ölpreis am Jahresende? Deutlich höher als heute. Aber die Frage ist die, haben wir noch mal eine Chance, den Ölpreis unter $45 bei Texas Öl zu sehen, wo wir jetzt bei 53 stehen? Und ich glaube, das ist möglich. Aber dann bitte nicht schlafen, sondern kaufen. Mit der Börse muss man handeln. Man darf nicht nur schlafen, wie mein Freund Costolani gesagt hat. Heute muss man etwas aktiver sein, denn wer die ganzen Entwicklungen verschläft, der verdient zwar auch, aber wer mehr verdienen will, sollte solche Swings, wie wir sie hatten, 50% DAX in 6 Monaten, nimmt einen Gewinn mit, man verarmt nicht. Wenn wir die 11.000 Marke sind, geht wieder rein und dann bei 13.000, nicht wahr, die wir vielleicht in diesem Jahr sehen, ich glaube es aber nicht, aber spätestens im nächsten Jahr dann wieder mal etwas Luft ablassen, wenn wir 14.000 sehen, dann wieder rausgehen im Jahr 2017, erst dann kommt die Beste. Das wäre so mal der Ausblick hier über den Tagesrand geschaut. Danke für die wichtigen Hinweise. Wir werden darauf achten. Abschließend noch ein Thema ins Jahr 2016 hineingeschaut. Da stehen in Amerika die Präsidentschaftswahlen an. Welche Rolle spielt das eigentlich für die Börsen? Gibt es gewisse Statistiken, die sich auf die Wahljahre beziehen? Und wie sind die ausgefallen? Eigentlich positiv. Jetzt kommt darauf an, wechseln wir die Führung im Weißen Haus von den Demokraten zu den Republikanern. Bei den Republikanern ist das Feld noch weit offen. Bei den Demokraten scheint es schon festzustehen, dass Hillary Clinton sich beworben hat, dass sie auch für die Demokraten dann die Person ist. Aber sie hat natürlich auch viele Skelette im Schrank, wie man so schön sagt, aus ihrer Vergangenheit. Und das könnte für sie zu Fallstricken werden. Haben wir die erste Frau hier als Präsidentin? Möglich, ja, aber es ist noch keinesfalls garantiert. Und das wird die Börsen im nächsten Jahr auch schon in diesem Jahr mitbewegen. Also es ist ein bestimmender Faktor, den man nicht übersehen darf. Ganz herzlichen Dank, Heiko Thieme, dass Sie auch diesmal wieder bei uns waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, drücken wir natürlich die Daumen für ein glückliches Händchen an den Finanzmärkten.